wir sind jetzt hier in der Kabine von NRK, wo man ja eigentlich normalerweise gar nicht reinkommt, und haben den Jens von der Telekom getroffen. Und was machst du denn eigentlich gerade genau hier? Ja, wir schließen gerade die Fernseh- und Radiostation an, sodass die im Prinzip ihr Sprachsignal von den Kabinen aus direkt senden. Also jeder kriegt sein eigenes Signal, damit sie eine Landessprache übertragen können. Und ihr verlegt die Kabel. Wie viele Kilometer Kabel sind das denn insgesamt? Ich denke mal, diesmal haben wir 6 Kilometer ungefähr Kabel. Und wie lange arbeitet ihr da dran, um das alles zu verlegen? Also wir waren erstes Mal am 9.12. hier, dieses Jahr. Das ist natürlich eine ordentliche Zeit. Wie viele Leute von der Telekom sind da jetzt im Einsatz? Also durchgängig 2 Mann und ab und zu kommen ein paar andere noch Leute dazu. Mhm. Und die ganzen Sachen bleiben dann auch gleich bis zum Biathlon so, wie es ist? Oder ihr müsst zwischendurch nicht nochmal alles abbauen? Nee, wir bauen dann lediglich um, weil die Kabinen werden dann wieder von anderen Betreibern benutzt. So dass wir da noch mal ein bisschen Arbeit haben. Am Montag geht dann retour und nächstes Jahr bauen wir wieder alles auf. Okay, und wie viele Fernsehstationen sind jetzt hier live vor Ort, um das Ganze zu übertragen? Also ich weiß, dass die Norweger mit Radio und Fernsehen da vor Ort sind. Die Finnen haben Radio-Fernsehstationen dabei. ARD ist mit einer Station dabei und dann ist MDR Info für den Hörfunk und MDR Thüringen. Landesweite Übertragung und dann haben wir weiterhin die Freunde von Eurosport in Deutsch und Französisch. Also ist auf jeden Fall ganz schön was geboten und wird weltweit gesendet aus der Weltstadt Oberhof. Genau. Dann Dankeschön und viel Spaß noch. Ja, dann wünsche ich euch auch. Danke.